Nightfire, sie sagt es so schön. Und man sieht ihn, 007 alias James Bond. Und damit herzlich willkommen zu einer Let's Play-Serie oder Reihe oder wie auch immer man es nennen möchte, über ein Spiel, das die wenigsten von euch kennen oder das die wenigsten von euch schon mal gespielt haben. Denn es ist alt, aus dem Jahre 2002. Und dennoch ist es einer meiner Lieblingsspiele, denn es erinnert mich an meine früheste Kindheit sozusagen, also an die frühesten Spiele in meiner Kindheit, die ich gespielt habe. Und wenn man es noch genauer nehmen möchte, an die frühesten Ego-Shooter. Denn das war ein Spiel, vor dem ich ja keine Angst hatte, aber in dem ich fast einen Herzinfarkt erlitten hätte. Unglaublich, aber dazu später mehr. Wir legen jetzt erstmal hier einen neuen Codenamen an, sozusagen einen neuen Spielenamen. Und ja, wie nennen wir den? Wir nennen den einfach mal ganz frech 007 einfach. 007 speichert und wir gehen auf Nightfire als Steuerung. Ja, das war's eigentlich schon. Codename speichern, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Es ist schon lange her. Wir spielen, glaube ich, auf Agent, oder? Oder auf Jungagent? Wir spielen auf Agent. Ich glaube, 007 wäre zu schwer. Wir fangen mit dem Vorspiel in Paris an. Auch wenn man direkt schon auf die zweite Mission skippen könnte, aber wir wollen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und ich freue mich sehr auf dieses Let's Play, denn es ist ein Herzenswunsch von mir und auch wenn das wahrscheinlich nicht viele Leute sich anschauen, weil das Spiel einfach schon zu alt ist, ich mache es trotzdem. Und jetzt viel Spaß mit dem Intro. Ich glaube nicht, dass ich mir diese kleinen Zwischensequenzen, diese kleinen Intros als junger Jugendlicher sozusagen jemals angeschaut habe. Ich glaube, ich habe die mal geskippt, damit ich schießen konnte. Aber jetzt ist es doch ganz schön, das nochmal zu spielen und festzustellen, dass auch eine Story dahinter steckt. Wenn auch eine, die ich nicht kenne. Ich habe noch kleine Ausschnitte im Kopf, also diese Steuerung hier ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Habe ich gar nicht so in Erinnerung, aber ich hatte vorhin schon mal angespielt sozusagen. Und ja, dieses Scharfschützengewehr ist eigentlich nicht unter Kontrolle zu bringen. Das ist wirklich sehr, sehr hakelig, das Spiel. Nicht mehr zu vergleichen mit heutigen Spielekonsolen, auf jeden Fall. Man muss schon wirklich sehr, sehr feinfühlig sein. Aber früher habe ich es auch irgendwie hinbekommen. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass wir einen Truck aufhalten müssen, der eine Bombe geladen hat. Und wir sollen diesen Truck aufhalten, bevor die Bombe detoniert. Und unsere Agentin in dem roten Wagen wird gerade verfolgt von bösen, bösen Leuten. Und wir geben ihr sozusagen Rückendeckung. So. Was blinkt, zerschießen? Eine Faustregel für jedes Videospiel. Ganz schöne Flotte, alte Mann. Bringt einen Wagen von zu Hause einfach mal auf zwei Rädern. Der gestohlene Gegenstand ist im Truck. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir ihn noch. Übrigens, wer sind Sie? Mein Name ist Bond. James Bond.
Tja, Leute, der wohl bekannteste Satz, den 007 jemals ausgesprochen hat. Und damit beginnen wir diese ganze Story auch in unserem schicken Auto. Das sehr, sehr schwierig zu steuern ist. Einmal gebremst und schon ist der Wagen weggedreht. Das ist schwieriger als Formel 1 und Forza Motorsport. Und wir verfolgen jetzt diesen Truck. Ich kann mich noch daran erinnern. Es ist zwar lange her, dass ich das Spiel früher mal durchgespielt habe. Das liegt jetzt bestimmt 6-7 Jahre zurück. Aber dennoch erinnere ich mich an diese Mission. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und schon wieder ein Crash. Also, das ist wirklich schwierig hier mit der Steuerung. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so empfindlich ist. Ich glaube auch nicht, dass man das wirklich einstellen kann. Das war einfach noch nicht die Zeit, in der man diese Möglichkeiten hatte. Turboantrieb. Und das gibt schon das erste 007-Abzeichen sozusagen. Nehmen Sie die EMP-Projektile. Und das ist der Truck, der die Bombe geladen hat. Und den halten wir jetzt auf. Mit unserem EMP. Frohes neues Jahr, James. Oh ja, ein frohes neues Jahr, Dominique. Der typische James-Bond-Romantiker. Unfassbar. Ich glaube, ja, damit ist der Einstieg schon gemacht in das Spiel. Glückwunsch, wir haben 407.000 Punkte erreicht von möglichen 1 Million. Und das heißt, wir sind schon mal ein halber James Bond. Ich glaube zwar nicht, dass wir diesen Schnitt halten werden, weil in diesem Spiel gibt es einfach unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge mit Gewalt zu regeln, also sprich mit der Pistole. Oder auch einfach ganz elegant, ohne viel Aufsehen zu erregen. Ob ich diese Taktik wirklich beherrsche, ich glaube nicht. Es wird oft auf Schießereien hinauslaufen, weil es einfach mehr meine Art ist. Deswegen glaube ich auch, können wir uns schon mal von den Gedanken verabschieden, dass wir jemals diesen 1 Million Punkten nahe kommen. Wenn wir es nicht mal in der ersten Mission schaffen. Und wir haben die erste Belohnungskarte, nämlich in Dominique. Und Verbesserungen freigeschaltet, nämlich Lenkrakete und die MP. Da haben wir jetzt einen Skin für. Das ist ja ganz schön. Und jetzt kommt die zweite Mission, der Austausch. Und das ist die erste Mission, in der erstmal richtig zur Sache geht und in der man auch sehen kann, ja, was James Bond eigentlich so alles beinhaltet.